Die sammeln sich nochmal wieder. Was für eine Dreistigkeit. Na, ich bin gespannt, was der da macht. Greift er mit dem an oder geht er auf die Plänkler? Er geht auf die Plänkler. Könnte sogar sein, dass er einen Folgeangriff auf die Reiter hier kriegt. Sieht aber nicht so aus. Jawohl. Push, push. Ich komm. Ja, zermürbt. Reicht das? Schnell gehalten wegen des Generals. Ja, der ist frei. Aber nicht so, und der ist wieder angreifen. Piu, 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 piu. Auch erwischt, okay. Jetzt sind sie allerdings in einer etwas hakeligen Position. Hier haben wir ganz gute Chancen. Woran liegt das? Ach so, weil das nicht die Silberschilde sind. Ja, ja, die sind da oben. Die werde ich aber jetzt noch nicht angreifen. Stattdessen. Oh, 2 und 3. Warum ist das mit denen so krass? Ja, die Ketten wären jetzt nochmal zurückgefallen, wenn die Bogenschützen da nicht gewesen wären. So. Er kann die einer theoretisch hier rumbringen. Es dauert sehr lange, ne? Und dann in die Flanke gehen. Schick die mal weiter. Er muss die sowieso bewegen. Also ich habe Zeit mit denen. Entweder kann ich sie hier in die Flanke bringen oder dann, wenn er hier gebunden ist, die unterstützen. Er dreht sich tatsächlich. Ja, dann müssen wir da was dazwischen schieben. Panik, sehr gut.
Wie es aussieht, kommt hier noch ein Flankenangriff zustande. Ja. Zermürbt. Im Kontakt standgehalten, oh krass. Okay. Prozent, aber danach 50% Niederlage. Sehr schön geschwächt, sehr, sehr gut. So, wie verhindere ich diesen Flankenangriff, indem ich ihn in die Kontrollzone stelle? Er kann die Einheit natürlich noch hier rumbringen in die Flanke. Kann ich dann aber später auch noch verhindern. Sollte so okay sein. Die wären geschwächt hier, aber kein so lukratives Ziel. Lieber seine Silberschilde ein bisschen schwächen. Null. Ja, das mit der Kavallerie ist ja auch. Das Ding ist ja auch, alle Einheiten sind jetzt da involviert in diesem Kampf, außer die, weil die noch gegen die beiden kämpft. Aber, also die ist auch da drin, aber also die drei werden diese Einheit verfolgen. Das ist ja der. Wirklich blöd. Hier stehen nur Bürger. Wenn ich den drehe, ne? Oder er zieht den weg, dann kann er mit dem dahin gehen und dann die Flanke attackieren. Die sind zu weit weg einfach, ist klar. Ränkler sammeln sich mal wieder. Oh, er konnte mit denen da hochziehen. Oh. Ich dachte, die sind natürlich nicht unflexibel. Ah. Gut. Ja, immerhin hat die Kavallerie dann ein Ziel, hm? Jawohl, geschwächt ist wichtig. Panik, ja. Aber lauft doch nicht alle hinterher. Wie, ihr rennt von der Karte runter. Dann raste ich nämlich aus. So, die sind jetzt fast alle schon im Kampf hier, die hier unten nicht. Warum kann der nicht durch? Sehe ich nicht ganz genau.
Thermurbed. Der kann ich drehen wegen der Kontrollzone. Schieß halt. Nein, schieß halt. Also hier wird geplänkelt. Hier muss jetzt der Flankenangriff kommen mit dem Autodrop, ganz wichtig. Stand gehalten. 7, 3, Ist wichtig, dass die jetzt nicht das... nicht fragmenten, ja, sehr gut. Und dass die einen Rally bekommen im Idealfall. Aber die können immer noch nicht zurückfallen wegen des, der Plänkler dort. Könnte gegen die mit einsteigen, ne? Um das zu beschleunigen alles. Es ärgert mich, dass ich das übersehen habe mit den... dass die natürlich nicht unflexibel sind. Ich hoffe mal, dass die Christoph oder die jetzt hier gleich mal stehen bleiben. Zumindest einer von denen. Der Rally war jetzt bei wem? Beim überlegenen Heerhaufen, glaube ich. Pushback. So, der hat jetzt umgedreht. Unser General ist gefallen und trotzdem sammeln die sich. Okay. Das habe ich ja noch nie gesehen. Aha. Prozent. Das Ding ist, dass er mich dann flankieren kann und ich muss eine Runde warten, bis der sich wegdreht. Alternative, ich greife ihn jetzt sofort an. Chance, dass die abperlen. Gefällt mir aber nicht gut. Tja, die sind alle in der Verfolgung, wie blöd. Könnt ihr die jetzt mal hier brechen? Jawohl, es geht. Geschwächt und Folgeangriff. Und entschieden, dass der Oberbefehlshaber. Man kann ihn da reinstecken, um die, damit die sich vielleicht sammeln, aber dann ist der halt, dann sind die hier halt massiv unterlegen.
Die werden nächste Runde. Wenn er nicht ins Karree geht, haben die übernächste Runde eine Chance, hier zu flankieren. Von daher ist vielleicht sogar angebracht, den General darüber zu stellen. So, damit ist er in der sekundären Kontrollzone drin. Ich habe keinen Plänkler, den ich dahinter stecken kann. Und er hat einen General auch, ne? Na, dann lassen wir das lieber so. Ach, der gegnerische General sammelt seine Truppen. Und zwei meiner Christophorie rennen dahinter her. Was für ein Ärgernis. Okay, die steigen in den Kampf ein. Die greifen auch an. Er geht ins unebene Gelände rein. Okay. Und anstatt die anzugreifen, geht er da hoch. Den direkt wieder geschwächt. Na gut, dann drehen wir uns. Beziehungsweise drehe ich mich sogar so, damit er hier nicht in den Kampf einsteigen kann. Die müssen drehen. Naja, Risiko muss ich eingehen. Zur zahlenmäßigen Entlastung. Können nächste Runde Flankenangriff machen. Jawohl. 63 Niederlage, aber ein Unentschieden. Da halten die Stunt, na klar. Ja, dann greifen wir sie doch mal an hier im offenen Gelände. Und Flankenangriff. Auto Drop. Ach, nur geschwächt. Das ist ja schwach. Ja, die können zumindest umdrehen. viel zu lange gedauert dieser Kampf da hinten. Naja. Die mussten keinen Test machen. Da hätte ich vielleicht eher im Nahkampf angreifen sollen. Wollt ihr mich veräppeln? Na, die Kavallerie kriegt die noch einen Folgeangriff hier in den Rücken rein, oder? Hat sich so wenig bewegt bisher. Uff. Aber standgehalten. Ja, sehr gut. Oh yes. Push. Die fliehen auch schon. Krass.
Und der sammelt der General. Huzzah! Ja, so war das jetzt nicht gedacht. Oh, ich dachte, ach Mist, weil der natürlich direkt dahinter stand, hat er den nicht da weiter. Oh, wie blöd, jetzt habe ich meine Kavallerie weggeworfen. So close. So, ihr kriegt jetzt den Autodrop hier auf die Gegner. Standgehalten, schade. Nochmal, ey. Glückliche Würfe dabei bei mir. Und ich kann ihn nicht angreifen, er steht im unebenen Gelände. Problem ist, er hat seine stärkste Einheit jetzt hier. Ja, komm ruhig schon mal raus. Rally auf der leichten Kavallerie. Ich bin immer noch hinterher. Ja, war ein blöder Fehler. Ja. Noch ein Rally auf der leichten Kavallerie. So, jetzt kommt der Angriff auf diese Einheit. Aha, damit macht er die Flanke wieder auf. Und die wurden disrupted, weil sie natürlich hier in Unordnung waren durch das Gelände. Nein, nicht meine Bogenschützen. Stand und hält Stand. Hier ist die Panik, der General ist auch noch tot. Und zwei Disrupts hier, sehr cool. Gib mir ein Fragmented. Nee. Ach, schaut mal, dadurch ist die Einheit ja frei geworden, kann hier einen Flankenangriff machen. Weil wir ja mal eher hinschauen sollen. Oh, er hält dem Impact stand. Wie ärgerlich. Uff, 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 geschwächt. Wo gehe ich denn mit der Cavalry mal hin? Es dauert jetzt eine Weile, sie hier irgendwo rein zu manövrieren. Ui. Wobei hier hätte ich eigentlich den hier direkt versuchen sollen. Kommt da ein Flankenangriff bei raus? Sieht nicht so aus. So, dann können die nächste Runde noch einen Flankenangriff machen. Die stehen nicht bereit für einen Flankenangriff, sind das Bürger. Nächste Runde dann. 37%, viel ist es ja nicht mehr. Wenn ich die halt hätte brechen können oder die hier, das wäre... Das wäre es gewesen. Kein Test, schade. So,
So, jetzt werden wir doch wohl endlich den Sack zumachen können, hä? Dann sammelt sich der nochmal, okay. Jawohl, da ist die Panik. Zwangspanik sogar. Oh krass. Dafür, dass die die ganze Zeit standgehalten haben hier, waren die dann jetzt in der Zwangspanik. Gut, sie haben gegen die drei gekämpft. Ja, spannende Partie. Ich habe meine gesamte Kavallerie weggeworfen, bis auf die eine Einheit hier. Also weggeworfen im Sinne von auf die wilde Jagd geschickt. Drei Systophori-Einheiten hetzen hier irgendwie, sind zwei sind von der Karte runter, die eine hetzt hier irgendwelchen Plänklern hinterher. Das war natürlich völlig unsinnig. Ansonsten, soweit ganz gut. Die Reserveeinheiten, die tief gestaffelt standen, konnte ich benutzen, um dann die Flankenangriffe zu setzen, weil er da nicht so richtig drauf geachtet hat. Aber gut, der Ninja hat auch noch nicht so viel gespielt, von daher. Dafür hat er, glaube ich, ganz solide gespielt, finde ich. Ja, der Rückzug. Gut, kann man machen, ne? Versucht so ein bisschen seine Flanken zu verkürzen. Hat ihm dann aber nichts gebracht. Ich meine, er ist ja dann auch vorgegangen zum Angriff. Von daher war das vielleicht nicht die beste Option. Was er auf jeden Fall machen sollte, ist seine gestaffelte Reserve mitnehmen. Da scheitere ich ja auch immer noch wieder dran. Ja, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder in einer Partie. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.